Diesen Traum von europäischen Nussbaum-Tischplatte haben wir heute hergestellt. Und wie? Das zeige ich dir jetzt. Hi, ich bin's Marco von Holzliebling und heute mit Markus, der normalerweise hinter der Kamera steht. Und ja, heute dreht sich alles um diesen wunderbaren europäischen Esstisch. Genau, und für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, hey, Moment, oder die schon länger dabei sind, ihr habt doch schon mal ein Video von der Tischplatte gemacht. Das stimmt und genau das Video hat zu dieser Tischplatte geführt, weil ihr wisst ja, europäischer Nuss ist ja sowieso Marco sein Favorite. Das andere Video verlinke ich euch auch und in der Videobeschreibung, aber wie kam es jetzt zu der? Genau, ja, der Kunde oder die beiden, das Pärchen oder ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, Männchen und Weibchen, die kamen aus der Nähe, aus Stuttgart, die haben angerufen gehabt und haben gesagt, sie würden den weiten Weg auf sich nehmen, weil die das Video gesehen haben von der Tischplatte und fanden, glaube ich, die Art und Weise, wie wir Tischplatten bauen, die Transparenz und das fanden sie einfach alles cool, auch das Ergebnis und wie wir eben, sag ich mal, uns Holz widmen. Und dann haben sie den weiten Weg gemacht und sind hier aus der Nähe Stuttgart in den Münchner Osten gefahren. Zu uns in die Schreinerei und wollten unbedingt einen Tisch haben. Und zwar eben aus europäischem Nussbaum. Und ja, da laufen sie natürlich bei mir alle Türen irgendwie ein, weil Nussbaum ist schon, ja, schon das schönste Holz für mich. Und wir haben eine richtig schöne Lieferung aus Kroatien noch auf Lager gehabt. Und da habe ich natürlich mir die Zeit genommen und bin mit den beiden ins Lager. Und da haben wir gemeinsam, also die zwei haben mit mir gemeinsam, vier wunderbare Bohlen rausgesucht. Die konnten sich zwar nicht mega viel darunter vorstellen, weil so eine sägeraue, getrocknete Bohle sieht das auch nicht so geil aus. Seht ihr auch gleich. Aber ich konnte ihnen so ungefähr das Bild aufmalen, was ich darin sehe. Und ja, das Ergebnis sehen wir vor uns. Und weil wir normalerweise im Weihnachtsgeschäft partout jegliche Sonderanfertigung irgendwie verneinen, einfach weil wir eine Verantwortung haben, dass wir den bestehenden oder bestellenden Kunden schnelle Ware liefern, sagen wir eigentlich immer nein. Und in dem Fall habe ich aber jetzt wirklich ja gesagt, weil solche Wochen auch brutalst anstrengend für uns alle in der Werkstatt sind, die viel arbeiten, die versuchen einfach maximal Output zu erzeugen. Und sowas erdet dich, sowas, ja, sowas macht einfach Spaß. Das ist einfach eine Woche Urlaub für Marco, wenn er einfach mal wieder so einen geilen Tisch bauen kann. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, komm, den schieben wir irgendwie mit rein. Wir haben das Holz, steht eh die ganze Zeit irgendwie dann im Weg rum. Warum sollen wir es irgendwie auf die Seite stellen? Lass doch mal einen Samstag jetzt nehmen und einen wunderbaren Esstisch aus Nussbaum zaubern. Genau, und genau. Warum bin ich jetzt mit? Ich wollte noch ganz kurz was Organisatorisches sagen. Und zwar hatten wir ja letzte Woche das Video zu unseren Wendeplattenfräsern und ja, kamen natürlich auch gleich wieder Leute, ja, wieso macht ihr Werbung, bleibt doch lieber beim Holz machen. Also erstens entscheiden immer noch wir, was wir hier zeigen und zweitens, dass wenn wir Werbung machen, dann machen wir Werbung in eigener Sache, und zwar für unseren Shop, indem wir Sachen euch anbieten, die wir selber benutzen und zwar nur die, nichts anderes. Und deswegen war auch das Thema Wendeplattenfräser drin und jetzt muss ich zugeben, bei dem Wendeplattenfräser mit der Bohrschneide, war eigentlich nur mal so ein Test für uns. Den haben wir einfach mal mit reingenommen. Wir wollten wissen, ob ihr den vielleicht auch brauchen könnt. Deswegen haben wir auch das Video gemacht. Jetzt haben sehr viele von euch den offensichtlich haben wollen und wir hatten gar nicht so viele im Bestand. Deswegen, wir haben die jetzt auch wieder in Italien bestellt. Falls ihr eure Fräser noch nicht habt, bitte geduldet euch. Wir warten auf die Lieferung von Briani und sobald die da ist, gehen die Pakete raus an euch. Aber ja, kleines bisschen Geduld bitte und ich würde sagen, jetzt steigen wir ins Video ein. Ja, wir zeigen euch, wie wir diese wunderschöne Platte hergestellt haben. Viel Spaß damit. So, und da liegt das Holz, was wir gemeinsam mit dem Kunden rausgesucht haben. Es ist aus zwei verschiedenen Stämmen und man sieht hier in der Mitte, das ist ein Stamm und das ist die zwei flankierenden, das sind die anderen beiden oder die anderen beiden Bohlen aus einem Stamm. Und das Besondere ist, dass die übereinander lagen und dann hat man sozusagen ja die Bretter rausgesägt und die zwei lagen übereinander, also so deckungsgleich, deswegen wenn wir die hoch umklappen, dann spiegelt sich das und genauso mit den zwei äußeren und dadurch haben wir dieses schöne Bild. Und das allererste, was wir jetzt machen, ist, dass wir es besäumen. Besäumen heißt, dass wir die Baumkante wegschneiden. Und dann werden wir langsam gucken, dass wir auf unser Finalmaß von 1,20
20 in der Breite kommen, also wenn wir das schaffen, wo wir dann sozusagen den Kern einmal auftrennen. Wir werden alle Kerne einmal auftrennen. Wir werden dann bei der Verleim, weil beim Verleimen der Bretter nicht ganz darauf achten, irgendwie auf perfekte Verleimregeln, weil wir wollen einen mega geilen Tisch haben, der optisch richtig, richtig gut ausschaut. Und wir werden unten eher Gradleisten zum Sichern, dass sich nichts verzieht. Deswegen heute gar nicht, sag ich mal, holztechnisch par excellence, sondern eher optisch einen richtig schönen Tisch. Genau, und zuallererst besäumen wir und dann schauen wir mal, wo wir den Kern auftrennen, dass wir am Ende ein schönes Bild haben. Sägeblatt ist schon gewechselt, dann können wir eigentlich schon loslegen. Was hast du jetzt für ein Sägeblatt drin? Wir brauchen zum Besäumen brauchen wir ein Längssägeblatt mit wenig Zähnen, mit großen Hohlräumen, damit die Späne abgetragen wird. Also kein zu feines, das wird einfach nur rauchen und dann mühst du dich ab. Also ein sehr grobes Längssägeschneideblatt. Schon aufgetrennt. Jetzt haben wir es aufgetrennt, damit der Kern trotzdem nicht so stark arbeitet. Und dass wir es auch einfacher hobeln können, weil sonst wäre es extrem unwichtig oder unwuchtig in der gesamten Bohle. Wir werden es trotzdem so wieder verleimen. Also es wird genauso verleimt, dass die Maserung wieder verläuft, aber die Spannung im Kern, die wollen wir trotzdem weg haben. Deswegen trennen wir alle einmal auf. Jo, jetzt tun wir einmal kurz auf der Stirnseite, machen wir uns mal schnell ein Kreuz hin oder ein Dreieck, damit wir die auf jeden Fall auch nach dem Hobeln wieder so zusammengelegt bekommen. Krass, da siehst du mal, wie viel Spannung da drin ist. Hey. Schauen wir den Riss, den Schnitt an. Was ist da für eine... Das ist halt einfach mal ein Zentimeter Luft. Hey. Brutal. Und ich habe es nicht schlecht gesägt. Okay. Gut, dann ist der nächste Schritt, dass wir jetzt unsere 8 Bretter hier einmal über die Abrichte ziehen und die Windung sozusagen einmal rausbekommen, damit wir dann auf Dicke hobeln können. Genau, deswegen präparieren wir jetzt mal unsere Abrichte. Bevor wir anfangen, tun wir einmal noch mit Silbergleit drüber, damit es einfacher gleitet. Ein Tuch. Genau, jeder, der Maschinentische hat, sollte sich in irgendeiner Art und Weise ein Gleitmittel, das schützt, pflegt und ist auch noch einfacher dann, wenn man lange, schwere Sachen über die Abrichte zieht, weil es einfach leichter gleitet. Dann mühst du dich nicht so und das sollte, also wenn du eine Abrichte hast, dann brauchst du es. Also da gibt es gar keine Diskussion. Jeder, der sagt, er braucht es nicht, muss man dazu sagen, der hat keine Ahnung. Ja. Genau. Und wenn das ihr wissen wollt, wo ihr das bekommt, natürlich bei uns im Shop unter holzplatten-zuschnitt.de. Ja. Es gibt schon auch andere Sachen, es gibt welche, die sprühen da irgendwas. Aber das hat man auch. Silberkleid gibt es auch in verschiedenen Formen. Nee, ich meine, es gibt auch andere Hersteller. Es gibt auch andere Hersteller, die sprühen es drauf, aber das war irgendwie immer eine Sauerei, weil die Sprühflasche dann undicht, dann ist das ganze Sift da irgendwie rumlaufen. Wir haben noch 5 Liter irgendwo, einen ganzen Kanister. Aber das ist viel einfacher in der Verarbeitung. Riecht halt nur ein bisschen streng nach Petroleum, aber das verfliegt relativ schnell. Ja. Na gut, dann legen wir los. Machst du jetzt nicht gleich die schmale Seite auch mit? Ey, weil das will mir bei dem Tisch jetzt ein bisschen Zeit lassen. Das ist klar, kannst du machen, aber
tun die erstmal auf Dicke nochmal hobeln. Und dann tun wir schön fügen. Erst eine Seite, dann gehen wir nochmal auf den dicken Hobel. Ganz ehrlich, das sind 10 Minuten mehr. Aber lieber langsam und gescheit. Ja. Das bei so kleinen Dingen mache ich schon, aber bei großen. Erstmal wieder runter auf dicke Hobel. So einen Tisch brauchen wir auch nicht schludern. So, wir haben jetzt einmal alles abgerichtet. Jetzt schieben wir alles einmal über den dicken Hobel oder unter dem dicken Hobel. Und das machen wir so lange, bis wir sozusagen zwei schöne Oberflächen haben. Und genau, der Markus hilft, dann geht es ein bisschen schneller. Genau, wichtig ist, dass wir die zwei immer zusammenbehalten, die zusammen gehören. Aber ich schiebe immer zwei Stück rein und dann die zwei immerhin wieder hinlegen. Aufeinander? Ja? Aufeinander oder nebeneinander? Nebeneinander. So, damit wir überhaupt eine Platte verleimen können, brauchen wir jetzt die anständigen Leimkanten. Deswegen muss man das Ganze einmal fügen, weil jetzt ist es ja noch nicht rechtwinklig, die Kante. Und das machen wir jetzt einmal nochmal auf der Abrichtung. Wir werden danach auf jeden Fall auch nochmal auf den dicken Hobel gehen, weil wir haben ja immer ein Pärchen. Also wir haben ja 4 Pärchen und die 4 Pärchen, wenn ich die jetzt nur über die Abrichte schieben würde, dann wären die unterschiedlich breit, minimal, aber das Ganze machen wir dann einmal am Ende nochmal über den dicken Hobel. Also erstmal tun wir die eine Seite abrichten und die andere Seite machen wir auf den dicken Hobel und dann haben wir immer 2 Pärchen, die perfekt gleich groß sind. Genau. So, jetzt haben wir eine Seite einmal abgerichtet. Man sieht jetzt schon überall hier, obwohl es die gleiche Bohle ist, obwohl wir den gleichen Anschlag an der Säge hatten. Wir hatten hier das Überstände bis zu 2-3 mm. Wenn wir jetzt die andere Seite auch nochmal fügen würden, dann würden die sich teilweise sogar erhöhen. Das ist der Grund, warum ich bei, sag ich mal, bei wichtigen Projekten, jetzt wie so ein Tisch aus Nussbaum, wo halt einfach alles passen muss, dass ich jetzt nach dem Fügen nochmal die andere Seite eher abrichte. Andersrum, nach dem Fügen die andere Seite auf dicke Hobel. Einfach, dass wir 2 richtig gleich große breite Bretter haben. Ja, hier siehst du den Versatz. Da auch bis zu einem halben Zentimeter sogar schon. Genau, und das machen wir jetzt einmal. Weil wir eh schon einmal da sind, tun wir einmal, wie gesagt, die Seite auf dicke. Dann nehmen wir jetzt 2 mm ab auf dem höchsten Punkt. Und dann nehmen wir trotzdem nochmal die andere Seite und dann nehmen wir nochmal 1 mm ab. Schaden tut es nämlich nicht. Und ihr seht ja, das Brett habe ich ja nicht in einem Schwung oftmals durchbekommen. Bei der Abrichte, sondern habe manchmal stoppen müssen, so, weil es einfach ein großes Brett ist und dann hast du vielleicht einen minimalen Versatz irgendwo an der Kante. Also der merkst du auch nur, wenn du drüber langst, dass du ganz, ganz, ganz leicht eine Welle drin hast und die kriegen wir ja, wenn wir das zweite Mal dann auf dicke hobeln, die andere Seite auch nochmal weg. Genau, und das machen wir jetzt einmal. So, und jetzt legen wir das Ganze und dann sehen wir mal das erste Mal, was für ein Bild wir hier haben. Das ist ja, wenn man nicht jeden Tag mit Holz zu tun hat, dann erkennt man unter diesen getrockneten, sägerauen Bohlen oft mal gar nicht die Schönheit, die echte. Und die können wir hier jetzt aber wirklich mal betrachten. Wir müssen das auf die Seite nehmen. Mal drehen. Und die Idee ist ja gewesen bei der Planung, mal schauen, wie tief wir da runter gehen müssen noch. Die Idee war, dass wir 4 schöne Kerne ausarbeiten. Muss man noch drehen. Und bei der klassischen beim klassischen Nussbaum eben gerade diese Weißanteile, diesen Splintanteil aktiv mitverarbeiten. Also beim europäischen Netz. Beim europäischen, ja. Genau. Absolut. So, das sind jetzt die 2 Mittellagen. Da erinnern wir uns, da muss irgendwie die Möglichkeit des Spiegelbilds geben.
Und das haben wir hier. Siehst du? Da ist gespiegelt. Genau. Ja. Das sieht schon mal cool aus. Ja. Also ich freue mich wirklich, ich bin halt nur gerade irgendwie ein bisschen angeschlagen, so, ich freue mich wirklich. Wenn man das diesmal nicht so sieht, aber ja, ich freue mich wirklich. So, da sieht man schon die zwei Bohlen, das sind hier die gespiegelten, wie sie dann hier verfahren, da gehen sie raus, dann haben wir hier den weißen Splint und da vorne treffen sie sich wieder. Es gibt ja viele, die mit Epoxid rumhantieren und so, das wäre dann hier so dieses Epoxid. Weil ich aber dieses künstliche Zeug nicht so gern habe, ist es hier natürlich und da ist dieser natürliche helle Splint. Das wird dann beim Ölen richtig gut ausschauen. So. Und dann flankierend haben wir die anderen zwei. Das wird ein Monster. Ich habe auch schon Spoiler. Normalerweise sollte das mein Tisch werden. Normalerweise. Aber wir haben vor ein, zwei Wochen haben wir einen kleinen Scheunenfund gefunden, sagt man so, einen Scheunenfund gefunden. Bekommen. Wir haben einen Scheunenfund bekommen und der liegt bei uns ist hinten in der im Holzlager. Und das ist eine ganz, ganz, ganz verrückte Eiche. Wir wissen noch nicht genau, ob das jetzt Räuchereiche, Mooreiche, keine Ahnung was, aber es ist brutalst dunkle, geile Eiche. Und normalerweise soll dieser Tisch bei mir im Haus stehen, tut aber jetzt nicht, weil eben die andere Eiche zu mir ins Haus kommen. Da gibt es auch ein Video dann für. Das, also das machen wir. Ist dann auf jeden Fall ein Projekt für nächstes Jahr. Genau. Also ihr seht, es wird noch ein Tischvideo geben, aber es ist ja bis jetzt jeder Tisch ein anderes Thema. Absolut. So, hier haben wir einen dicken, großen Kern. Und den nehmen wir uns auch so raus. Genau. So, ja, jetzt haben wir echt ein bisschen Zeit beim Legen gebraucht, aber das ist gut investierte Zeit. Dann suchen wir uns nochmal da die Markierung. Ja, super dunkel halt. Ja gut, aber das siehst du ja hier anhand von dem Strich. Aber man sieht ja, dass sie da durchgeht. Ja. Das ist sie schon. Genau, ja nee, super viel Zeit ist gerade beim Legen investiert, aber das ist gut investierte Zeit. Denn ich sehe schon ziemlich genau, wo es hingeht. Und jetzt ist Monsteraufgabe verleimen, Riesentisch. Aber ist die nicht ein bisschen breiter als 1,20 jetzt, oder? Oder täuscht das? Ist ja nö, ich glaube schon. Krass. Also, der Kunde hat gemeint, ihm wäre 1,20 lieb, aber wir müssen halt das nehmen, was kommt. Wir haben jetzt hier 1,15. Ja. Nur? Ja, aber ist trotzdem Übermaß. Also, ein Meter ist ja schon groß. Alles, was über Meter ist, ist eigentlich schon Übermaß. So. Wie gesagt, 1,20 hätte er gern gehabt. Er hat auch gerne 2,40 Meter gehabt, so. Aber ging halt nicht raus. Was nicht geht, geht halt nicht. Wir sind jetzt hier bei 2,20. Ja, 2,20 mal 1,15 Meter. Und, aber wir haben uns die Bohlen herausgesucht und wir hätten schon noch andere Bohlen nehmen können, die ein bisschen länger sind, ein bisschen breiter, aber die hätten nicht dieses Bild gehabt. Und das war uns einfach wichtig und deswegen sind wir ein bisschen von den Zentimeter abgerückt. Genau. So, dann verleimen wir jetzt mal unsere Tischplatte. Wir verwenden hier einen ganz normalen D3 Sudal-Leim oder einen Holzleim. Den findet ihr bei uns im Übrigen auch im Shop. Der ist absolut ausreichend, braucht keinen D4 oder keinen PU oder sowas. Der ist richtig gut, Preis-Leistung sensationell. Schaut gerne mal im Shop nach. Genau, und den werden wir jetzt einmal großflächig hier überall auftragen. Wir haben einmal schon alle um 90 Grad gedreht, eine bleibt noch liegen. Und ich trage ein bisschen was auf, danach habe ich noch einen Pinsel, verstreiche alles, dass wirklich jeder Zentimeter mit Leim bedeckt ist. Das Ganze wird dann ungefähr eine Dreiviertelstunde in den Zwingen bleiben. Grundsätzlich, wenn du es richtig schön abgerichtet hast, gefügt hast, dann brauchst du nicht so viel Druck, dann brauchst du auch nicht so viel Zeit zum Warten. Wenn du es irgendwie nicht so geil gemacht hast oder du hast es irgendwie nur geschnitten und hast nicht so eine perfekte Fläche, dann hast du einen Druck dahinter, wenn du was verleimst oder wenn du was verzwingst und dann musst du auch extrem lange warten, bis es abgebunden ist, also richtig hart, meistens über Nacht. Aber wie gesagt, lieber anständig aushobeln, dann brauchst du das Ganze nicht so fest zwingen, hast nicht so eine große Spannung und dann reißt es auch nicht. Genau, da wollen wir jetzt nicht anfangen zu sparen. Ja, teure Platte, tolles Holz,
Dann werden wir jetzt beim Leim nicht sparen. Außerdem müssen wir es ein bisschen schicken. Und haben hier nicht so viel Zeit zum Rumtrödeln. Gut, dann haben wir es. Dann drehen wir alle nochmal um. So, dann richten wir uns an einer Linie irgendwo aus. Und dann schauen wir, dass wir hier auch die Maserung anständig treffen. Okay, gut. Dann kommen unsere altbewährten Niederhalter ins Spiel. Die brauchen wir, damit wir die Platte runterdrücken, damit nichts verschoben wird. Am Ende wird das Ganze über die Breitband nochmal plan geschliffen und wenn wir hier jetzt nicht gescheit arbeiten und einen höheren Versatz haben, führt es dazu, dass wir die komplette Platte dünner machen, weil wir sie dünner schleifen müssen. Und das wollen wir nicht, wir wollen eine maximale Dicke der Platte haben. Deswegen drücken wir jetzt auf 3 Punkte komplett nach unten, damit wir keinerlei Überstände haben. Und dann brauchen wir nicht so viel schleifen. Bis auf die letzte Zwinge werden wir brauchen. Ein Glück haben wir so viele lange. Früher hat man es auch mit so, wie heißen die, so mit diesem Ratschen, Gewebeband mit Ratschen, was die Speditionen immer haben. Spanngurt. Spanngurte, genau. Mit Spanngurten geht's auch. So, wir haben jetzt eine gute Stunde gewartet. Jetzt ist der Leim abgebunden. Das merkst du in erster Linie daran, dass die Leimüberstände, dass die jetzt hart sind, so maximal wie Kaugummi. Und das ist dann so ein Zeichen, wo man sagt, ja, da kannst du die Zwingen jetzt lösen. Und das machen wir jetzt hier einmal. So, und jetzt tun wir einmal alles abziehen, den ganzen Leimüberstand. Sehen wir ja hier, weil das wäre scheiße zum Schleifen und auch wenn wir es durch die Breitband schieben und so, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen die Zeit investieren wir und kratzen einmal kurz alles weg und dann haben wir eine schöne Oberfläche. Siehst selber, wenn du eine scharfe Klinge hast. Deswegen, es gibt ja schon, weiß nicht wie viele 100 Leute, die bei uns das im Shop gekauft haben, die alle ziemlich happy sind damit. Kauft immer sofort noch eine Ersatzklinge, die kannst du zwar einmal drehen, schraubst du irgendwo auf, da, dann drehst du einmal die Ersatzklinge und wenn du so nochmal Ersatzklingen kaufst, weiß nicht, was kosten die? 2 Stück? 6 Euro? 4 Euro? 5 Euro? 5,90 Euro. 6 Euro? Aber die halten dann schon echt ewig, also die haben wir jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten da drauf. Und noch nicht mal gedreht. Und wenn du das anständig machst, dann hast du schon fast wie eine Ziehklinge. Und dann brauchst du echt fast nichts schleifen. Schon gut. So, das ist jetzt so echt so ein bisschen Therapie von den ganzen letzten Wochen. Im Weihnachtsstress. Wenn man sich mal einen Samstag rausnimmt und einen richtig schönen Tisch baut. Beziehungsweise wir haben einfach unter der Woche keine Zeit mehr, Videos ja, zu drehen. Aber es ist, wie gesagt, wie Therapie. Echt gut. Deswegen, ich kann ja, eigentlich hätten wir euch heute einen Film gezeigt, über warum wir keine Baumscheibentische mehr herstellen. Das war aber ein Video, das haben wir während dem mitten im Stress nebenbei gedreht. Und genau so sah das Video dann irgendwie auch aus. Deswegen haben wir gesagt,
Wir ersparen euch das und bringen dafür lieber das hier als Video von einem tollen Tisch. Ja, ich hatte es ja schon gesagt im Intro, dass wir eigentlich ja überhaupt keine Zeit gerade haben für irgendwelche speziellen Sonderwünsche. Aber das ist so ein geiler Wunsch, so ein geiles Produkt, so schönes Holz. Ja, nee, da nehmen wir uns gerne den Samstag raus und machen das. Außerdem war er über YouTube auf uns aufmerksam geworden. Ja, nee, und das freut mich halt dann einfach. Das brauche ich jetzt. Ja. Das brauche ich. So, wir werden es auch dann, bevor wir es umdrehen, weil die Platte wiegt auch ein bisschen was, werden wir es einmal die eine Seite schon mal spachteln. Vielleicht schneiden wir erstmal gerade ab. Dann nehmen wir eine Handkreissäge. Oder, ja, Formatkreissäge geht genauso. Und bevor wir es dann durch die Breitband schieben oder auch umdrehen, tun wir es erstmal spachteln. Müssen wir so oder so machen und dann sparen wir uns ein, zwei Mal umdrehen. Wie gesagt, ist schwer genug. So, jetzt muss man es ja doch umdrehen, weil die andere Seite ist natürlich alles voller Leim und hätten wir die jetzt so auf die Säge gestellt, dann wäre die ganze Säge voller Leim. Genau, wurscht. Aber jetzt sägen wir einmal kurz die Stirnseiten ab und danach machen wir auch die Seite mit dem Leimkratzer. Gut, super. Dann tun wir das wieder auf den Wagen. Und wenn er dann auf dem Wagen ist, dann ziehen wir nochmal alles ab mit dem Leimkratzer. Ja, wir sind schon. Gut. Also dann, wir spachteln jetzt gleich die ganzen Risse und Äste. Spachteln wir jetzt gleich aus. Das Ganze machen wir mit einer 2K-Spachtelmasse. Denn die härtet schneller aus, das ist das eine. Und sie ist deutlich härter und bei einem Esstisch in der Preiskategorie, da muss man das einfach erwarten, dass das hält, dass das fest ist. Und deswegen nehmen wir jetzt da die 2K-Spachtel. So, das hier ist die Rückseite und die Rückseite, die werden wir jetzt nicht komplett bis bis in die Mitte spachteln, aber gerade so die Seitenteile, auch die werden wir hier zumachen. Da, wo jetzt die Hände zum Beispiel unten drunter kommen, das werden wir alles zumachen. Genau, zum Thema Holzkit und Holzspachtel und Hartwachs haben wir schon mal ein Video gemacht. Seht ihr jetzt oben rechts in der Ecke und ich verlinke es euch in der Beschreibung. Da zeigen wir euch alle drei verschiedenen Arten von Holzkit, die wir verwenden, wann wir sie verwenden, wie wir sie verwenden und natürlich, wo ihr sie herkriegt. Genau. Ja, das ist schon brutales Zeug. Also wir haben ja gesagt, für Schneidebretter nicht zu empfehlen, weil das Zeug stinkt schon so gefährlich. Also das ist auf jeden Fall für einen aktiven Lebensmitteleinsatz, jetzt wo irgendwie Lebensmittel draufkommen, nicht zu empfehlen. Aber bei einem Esstisch auf jeden Fall schon das Richtige. Es füllt gut auf, es ist richtig hart. So viel ist gar nicht. Was ist mit den Astlöchern hier? Machst du die nicht? Ja, das ist die Rückseite. Da würde ich es jetzt nicht komplett übertreiben. Okay. Sondern nur das, wo man halt wirklich mit den Händen hinkommt. So, jetzt ist es ausgehärtet, der Kit. Die Überstände werden wir jetzt ganz kurz wegschleifen, damit sich auch da, sag ich mal, kein zu großer Überstand für die Breitband ist. Das ist ja eine Millimetergeschichte. Und da haben wir teilweise bis zum Millimeter Kit, deswegen schleifen wir das kurz weg, danach drehen wir es und dann kippen wir die Oberseite. Ist kein Mörker diesmal, was ist los? Nee, wir haben jetzt keinen Mörker, wir müssen festholen, damit wir uns nicht abhängig machen. Ah, der war nicht gescheit, alles gut. Alles gut. Ja, um den Satz vielleicht nochmal zu beenden, ja, wir haben ein paar Festool-Exzenter auch. Ja, weil die Mirker teilweise halt schon auch anfällig sind. Wenn du gröbere Arbeiten machst, dann sind die einfach nicht das Maß aller Dinge. Das ist eher was für was Feines.
Und weil wir 5 Mirke haben, haben wir jetzt auch noch 2 Festool. Ja, da sind wir einfach nicht abhängig. So, da haben wir uns ein bisschen breiter halt einfach aufgestellt. Und der eine oder andere mag es lieber ein Festool. Meistens war eher ein Mirke, aber es gibt auch den einen oder anderen, der mag den Festool lieber. So, Markus, ich brauche dich einmal zum Umdrehen. Jo. Jetzt die schöne Seite. Jetzt die Oberseite. Gleiches Spiel von vorne. Einmal ein bisschen. Tut mir leid, ich habe einen Gutti im Mund. Also, Markus hat schon ganz sicher oft zu schmatzen, aber wir haben halt Gutti im Mund. Es sei dir heute verziehen, du bist schließlich fast krank. Ja, genau. So, ich habe jetzt hier nochmal 2K. Heißt ja, ein Komponent plus ein Komponent, also Härte plus Masse. Da gibt es 2K. Das rühren wir wieder ein. Mit der Menge an Härte kannst du auch die Geschwindigkeit, wie es aushärtet, entscheiden. Also wenn du ein bisschen mehr Zeit haben willst, machst du ein bisschen weniger Härte rein. Wenn es schnell gehen soll und es soll sehr schnell aushärten, machst du ein bisschen mehr rein. Kannst du selber entscheiden. So, auf jeden Fall irgendwie durchkneten gescheit. Und dann wieder rein damit. So, da sollte man auch nichts vergessen, das wäre gut. Nur mal der Vollständigkeit halber, das Holzkit haben wir jetzt auch in Eiche, ne? Eichenfarbe im Shop. Ja. Aber wir nehmen eben meistens schwarz. Und vor allem bei Nussbaum da. Sowieso. So, jetzt schieben wir die ganze Platte ein paar Mal durch die Breitbandschleifmaschine. Und schleifen das Ganze einmal komplett plan. Da werden wir wahrscheinlich pro Seite irgendwie 2-3 Mal reinschieben müssen. Danach haben wir den restlichen Kit und die minimalen Überstände auch noch weg. Und dann geht es eigentlich schon zur Veredelung. Wir sehen uns. Gut, unser Tisch ist jetzt fertig aus der Breitband rausgekommen. Und jetzt werden wir einmal die Kanten brechen. Da werden wir das Ganze mit unserem 45-Grad-Fräser, Wendeplattenfräser. Wisst ihr Bescheid, wo es den Fräser gibt? Das haben wir euch ja schon im Intro nochmal gesagt, das Fräserthema. Ja. Mit dem werden wir jetzt einmal eine Phase drumherum ziehen und dann werden wir auch gleichzeitig mit dem 180er Korn die Oberfläche sowie Kanten sowie die Phase schleifen. Dann drehen wir es noch einmal um, dann machen wir die Rückseite nochmal so weit schön und dann haben wir es eigentlich schon. Halb. Wieso jetzt halb? Hallo, wieso jetzt halb? Also. Ja gut, zu einem Tisch fehlt noch ein bisschen was. Wir müssen noch ölen. Am Ende kommen hier noch Gratleisten drunter, das Tischgestell kommt noch drunter. Wir werden, sag ich mal, so weit euch zeigen, wie wir Neues in dieses Video reinpacken. Deswegen die Gratleisten, wie wir die reinmachen, da gibt es ja ein Video schon. Verlinken wir euch vielleicht jetzt gleich da oben. Und in der Beschreibung, genau. Weil das haben wir schon euch einmal gezeigt. Gratleisten kommen auch hier hin. Wir wollen aber das Video jetzt nicht auf eine ganze Stunde irgendwie hochmotzen. Deswegen, heute geht es in erster Linie um die Tischplatte. Die stellen wir auf ein Tischgestell, dass wir am Ende des Tages eine richtig geile Esstisch sehen werden. Aber wie gesagt, Gratleiste, die sparen wir uns fürs Video. Genau, die Tischgestelle haben wir euch in dem Tischplattenvideo von der Eiche schon gezeigt. Verlinke ich euch auch nochmal. Genau. Haben wir überall die Phase dran. Jetzt können wir schleifen. Und weil die Breitband eh schon einen richtig guten Job gemacht hat, brauchen wir jetzt noch mit dem 180er Schleifpapier und einem Exzenter das Ganze einmal abziehen. Schön schleifen. Und dann haben wir eigentlich schon eine Oberfläche, wo wir dann schon langsam ölen können. Und deswegen jetzt schleifen wir einmal komplett ringsrum, also Kante, Phase, Oberfläche. Und genau. Wir haben ja jetzt neu den Exzenter von Festool und ich glaube, also jeder, der es besser weiß, kann mich jetzt kann es kommentieren. Wenn man zu fest da drauf drückt, dann geht der aus. Der hat einen Motorschutz.
Hatte der Mirka nicht. Also ich gehe davon aus, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, wenn man zu fest draufdrückt, also den Tod des Exzenters, sag ich mal, versucht, ja. Ja, ne, absichtlich herbeizuführen, ja. dann glaube ich, schaltet er sich aus. Ja, glaube ich. Jetzt könnte man den Tisch einmal wässern, das machen wir in dem Fall nicht, weil der Nussbaum jetzt nicht so wie die Eiche so grob faserig ist, wo sich dann noch irgendwelche Fasern aufstellen würden in dem Fall. Da ist der Nussbaum einfach nicht so gefährdet davon. Deswegen, ja, wir können eigentlich schon ölen und das Ganze machen wir mit unserem Worktop Oil. Worktop Oil von der Firma Oli Natura bzw. Oli Lacke. Und das ist jetzt alles, was irgendwie strapazierfähige Oberflächen betrifft, wie Tische, Arbeitsplatten, ist, sag ich mal, das Maß aller Dinge für uns. Verwenden wir ultra gerne, wenn mich nicht alles täuscht, Leinöl- und Tungölbasis. Gibt es auch ein Video dazu, wo der Dominik genau. da war, verlinke ich euch. Genau, das können wir wärmstens empfehlen. Wir haben ja bei uns in den Shops sowohl das Leinöl Firnis, also das Basic Leinöl, was wir trotzdem wunderbar empfinden und für alle unsere anderen Produkte hier verwenden, wie Schneidebretter, Küchenbretter aller Art. Und wenn es aber wirklich um Esstische und Arbeitsplatten oder Waschtische mit einer höheren Spritzfähigkeit, also da, wo auch mal Wasser irgendwie dazu kommt, weil du was abwäschst, dann nehmen wir immer dieses Öl und sind damit mehr als gut gefahren. Genau, und das Ganze massieren wir jetzt mit diesem Pad ein. Ein Pad, was vielleicht der eine oder andere sich wünscht. Wenn ja, schreib es unter die Kommentare, weil es steht schon lange. Ja, ich tue sie in den Shop rein. Es steht schon lange bei uns auf der To-Do-Liste, dass wir das in den Shop reintun, weil wir immer mal wieder gefragt worden sind. Wenn keiner unter die Kommentare schreibt, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Wenn ein, zwei Leute schreiben, dann geht es wahrscheinlich schneller. Es geht trotzdem nicht schneller, weil es ist fast Weihnachten und wir haben keine Zeit. Genau. Also mit jedem Kommentar wächst die Dringlichkeit, dass wir den Artikel, diese Pads online nehmen. Ja. Yo, also dann, wir haben jetzt hier so ein kleines Fläschchen. Das ist, sag ich mal, unser To-Do-Fläschchen, mit dem arbeiten wir auch. Das ist ein bisschen kleiner und da füllen wir meistens immer so eine große 2,5 Liter Dose, füllen wir hier ab. Und deswegen, ja, schönster Moment, weil der Tisch jetzt schon, ich glaube, das kam jetzt die ganze Zeit in den Videos zu kurz eigentlich, wie geil dieser Tisch ist, mit diesen drei wunderbaren Kernen, mit dieser gespiegelten. Die gucken wir uns gleich an, wenn es ja, komm, dann legen wir los. Richtig rausgeht. Komm. Legen wir los. Also dann ein bisschen was drüber. Kommt schon echt nice raus hier. Ja, ist schon was zum Genießen jetzt hier. Ja. Das ist für Marco jetzt wie eine Woche Urlaub. Genau, ne, deswegen haben wir es ja auch vorgezogen. Ja, und wollten nicht lange warten. Das ist jetzt was, das gönnen wir uns einfach in der Weihnachtszeit. Haben wir heute nicht den ganzen Tag verpackt. Sorry dafür, wir haben heute einen schönen Esstisch gemacht, aber das musste sein. Ab Montag ganztägig wieder verpacken. So, unsere Tischplatte ist fertig geölt und ja, schaut sie euch an. Wenn ich jetzt alle meine Tischplatten zusammenzählen würde, die ich so gemacht habe, ich glaube, das ist die schönste. Ja. Ja, nee, die ist einfach nur geil. Also, man sieht ja hier die schönen vier Kerne, wie sie hier laufen. Die zwei gespiegelten Bohlen, so gespiegelt. Und wie sie da in der Mitte diesen langgezogenen ovalen Streifen da irgendwie noch reinziehen. Die vielen kleineren Splintanteile sorgen dafür, dass du wirklich diese vier Kerne schön erkennst. Wir haben hier den Nussbaum tief, den Kern, deswegen haben wir diese Risse hier alle schwarz aufgefüllt, um es nochmal stärker zu machen. Auch der ist brutal, was der für Nuancen in den Brauntönen hat.
Also deckt fast alles ab, geht hier ganz leicht sogar schon ins leicht rötliche. Grünlich teilweise, grünlich, rötlich, braun. Also wenn man gerade das hier so anschaut, von hell bis ins Dunkle. Also du hast ja innerhalb von 10 cm hast du da ein Spektrum. Das ist schon geil. Und die zwei mittleren, richtig schön klassisch Nussbaum, wie man sie sich vorstellt. Schöne, schöne Maserung. Ja. Und auch da wieder brutalste Schwarztöne teilweise und dann wieder Brauntöne. Auch da hast du innerhalb von 10 cm hast du verschiedenste Brauntöne. Ja. Sobald du nur ein paar Zentimeter weggehst, bist du wieder im hellen Bereich. Ja, geil ist halt auch diese Mitte, dieses Auge da drin. Ja, ja. Es sieht cool aus. Er ist richtig gut geworden. Schön. Ja. Ich sag's mal so, es wird nicht die letzte Tischplatte gewesen sein, weil wir haben ja, wie Marco anfangs schon gesagt hat, ja noch diesen Schollenfund mit dieser mega krass dunklen Eiche. Ja, ich gebe den aber jetzt echt ungern ab. Also den machen wir jetzt noch fertig, was muss noch gemacht werden? Wir müssen natürlich die Rückseite noch ölen, haben wir nicht gemacht. Machen wir noch, müssen dann die Gratleisten reinziehen, haben wir auch euch schon erzählt. Da braucht ihr aber jetzt auch nicht dabei sein, das haben wir euch einmal gezeigt, wie wir es machen. Ja, und noch ein Gestell. Mal gucken, was der Kunde für ein Gestell bestellt hat. Ich glaube, ein Spider. Ich weiß noch nicht, ob das bei uns ist. Kommt, glaube ich, auch erst nächste Woche. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie er aussieht. Das Wichtige ist jetzt also für uns die Tischplatte gewesen. Und das ist eine außergewöhnliche, wunderschöne Tischplatte. Und für mich hat es insofern viel Spaß gemacht, was der Interessent echt einen mordsmäßig langen Weg irgendwie auf sich genommen hat und gesagt hat, nee, er will unbedingt, dass wir die Tischplatte bauen. Und ich glaube, er freut sich umso mehr, dass er kam über YouTube zu uns, dass wir jetzt sogar noch ein YouTube-Video drehen zu seiner Tischplatte, die er sich gewünscht hat. Ich glaube, damit können wir den Kunden auch noch sehr, sehr happy machen. Er wird wahrscheinlich noch am 24. Zu Hause stehen haben. Deswegen, ich glaube, wir haben da zwei Leute sehr, sehr glücklich gemacht. Genau, ich bin es auf jeden Fall, weil das Ergebnis boom, also richtig krass, ja, Highlight. Deswegen, wenn dir jetzt dieses Video gefallen hat, wenn du sagst, yo, ich will mehr von den Jungs sehen und hören, dann abonniere den Kanal. Wenn du ein paar Inputs uns geben möchtest, gerne, schreib Kommentare, wir lesen alle Kommentare. Und ja, ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder ein bisschen besser gesundheitlich drauf, da hört man meine Stimme auch wieder anders. Und ich bin vielleicht ein bisschen straighter irgendwie, so, aber... Ja, nächste Woche ist ja eh unser Special nochmal zum Abschluss. Letztes Video dieses schon. Jahr. Genau. Haben wir eingangs schon erwähnt, dass da machen wir nochmal eine Werkstatttour, stellen wir unser Team ein bisschen vor, geben euch noch einen kleinen Einblick, Ausblick und dann seid ihr auch gefragt, aber dafür sehen wir uns dann in der nächsten Woche. Ja, schon. Genau. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif bis nächste Woche. Wir sehen uns und bis bald.